Wisst ihr noch, wann euch das erste Mal die Natur begeistert hat und ihr als Kind abends nicht nach Hause wolltet? Ihr wolltet viel lieber hier bleiben, um diese Welt zu erkunden. Bestimmt kennen einige von euch dieses Gefühl auch heute noch. Der Duft im Wald und die beruhigende Schönheit der Pflanzen. Ein Ort, um sich frei zu fühlen. Der Wald wird von immer mehr Gruppen in unserer Bevölkerung als Teil ihrer Freizeit genutzt. Von den Wanderern, den Spaziergängern, den Mountainbikern, Survivalisten, Trekkingliebhabern und auch den Bushcraftern. Aber was ist Bushcraft überhaupt? Es ist Mitte Dezember in Deutschland. Das Thermometer zeigt immer mal wieder um die 2 Grad an. Es regnet, ist überall nass, windig und auch dreckig. Trotzdem sind 30 Männer und Frauen draußen und verbringen hier ihre Freizeit. Verschiedene Zelte, Biwaksäcke und Hängematten liegen und stehen unter Tarps. Der Morgen ist angebrochen und mit ihm vergeht langsam die Kälte der Nacht. Widerwillig kommen die Ersten aus ihren Schlafstätten und richten ihr Lager in Erwartung eines tollen Tages in der Natur. Doch was treibt die Menschen dazu, den Komfort des warmen und sicheren Zuhauses hinter sich zu lassen? Ich komme aus dem Odenwald und bei uns, wir haben halt sehr viel Natur, wir haben sehr viel Wald. Und ich komme auch tatsächlich von einem Bauernhof. Das heißt, ich habe meine ganze Kindheit draußen verbracht im Endeffekt. Und das Prägendste war eigentlich, dass meine Oma mit mir spazieren gegangen ist früher immer und hat mir so die Pflanzen erzählt. Und, ja, das ist Campanula und das ist das und hier Ginster. Und hat auch noch was zu essen dabei gehabt. Und es war halt eine sehr positive, prägende Erfahrung. Und da fühlt man sich halt draußen auch einfach wohl. Ich war ganz früh schon Pfadfinder und ich war sehr viele Jahre Pfadfinder. Da habe ich natürlich Liebe zu Natur quasi gelehrt gekriegt und so. Das ist eigentlich, also wenn ich rausgehe und mich auf eine Bank setze im Wald und mir einen Tee koche im Drangier, ist das für mich schon Bushcraften, weil ich eine Tätigkeit speziell in der Natur mache, um sie in der Natur gemacht zu haben, um einfach ein anderes Feeling dabei zu haben. Die Naturverbundenheit ist es, die alle verbindet. Diese Vorliebe zieht sich durch alle Hobbys und Lebenseinstellungen, die sich im Wald gerne aufhalten. In den letzten Jahren schwappte dabei ein Begriff auch nach Deutschland über. Der Begriff des Bushcrafters. Übersetzt bedeutet das so viel wie Waldhandwerker. Der vielen außerhalb der Outdoor-Szene nicht geläufig ist. Menschen, die sich gerne in der Natur aufhalten, dort mal kochen, etwas schnitzen und auch übernachten. Erwachsene Pfadfinder. Und auch wenn diese Definition bei jedem eine klare Vorstellung erzeugt, so ist sie doch nicht befriedigend genug. So habe ich selbst als Pfadfinder oder Trekker oft 100 Kilometer und mehr auf mehrtägigen Wandertouren hinter mir gelassen, etwas, das ich als Bushcrafter nicht tue. Wenn man sich die Schlafstätten mancher Bushcrafter anschaut, so denkt man schnell an Camping. Bei einem Bushcrafter-Treffen kann man schnell an einen Campingplatz erinnert werden. Viele Zelte bzw. Schlafstätten, Gruppenaktivitäten, ausladendes Kochen und vielleicht sogar eine feste Sanitäranlage. Aber gleichzeitig sah ich noch nie auf einem Campingplatz, dass Leute an und mit der Natur gewerkelt haben. Oder dass sie darauf bedacht waren, Wissen in Form von Workshops über die Natur abzuhalten. Bushcraften im Gegensatz zum Camping ist immer auch eine Herausforderung an sich selbst. Aber dann gibt es wieder diese Bushcraft-Abenteuer, bei denen ich eigentlich jetzt ganz gezielt nach draußen gehe, weil das Wetter so schlimm ist, dass ich nicht mal Müll raustragen will. Und ja. Und dann bringe ich mich extra in so eine Situation, wo ich halt echt sage, für wen mache ich die Scheiße hier eigentlich? Und dann liege ich im Wald, mir geht's voll scheiße, aber irgendwie macht's Spaß. Man geht ja absichtlich raus. Und wenn man rausgeht und weiß, es ist schlechtes Wetter, dann geht man auch raus in dem Wissen, es ist schlechtes Wetter. Bereitet sich darauf vor und schaut, wie man damit umgeht. Das ist auch mit Herausforderung, dass man sich halt trotzdem wohlfühlen kann, trotzdem, dass es regnet. Und im Prinzip gibt es eigentlich kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Vorbereitung. Sich selbst eine Herausforderung setzen und Skills bzw. Fähigkeiten erlernen sowie trainieren. Einfach überleben in und mit der Natur. Etwas, das sehr nach einem Survivalisten klingt.
Es stimmt, dass auch Bushcrafter sich Survival-Fähigkeiten zum Teil aneignen und dennoch gibt es mehrere entscheidende Unterschiede. Der Bushcrafter schätzt den Komfort einer guten Ausrüstung und versucht im Normalfall diesen nicht unbedingt zu minimieren. Er nimmt immer mehr in den Wald mit. Außerdem ist die Grundmotivation auch eine andere. Im Bushcraft-Bereich versucht man nicht hauptsächlich zu überleben, sondern zu erleben. Nach all dieser Abgrenzung zu anderen Begriffen ist immer noch nicht die Frage komplett beantwortet, was denn ein Bushcrafter überhaupt ist. Und viele wollen auch überhaupt nicht, dass dieser Begriff definiert wird. Dort, wo davon gesprochen wird, dass es unnötig ist, alles in Schubladen zu stecken. Und das stimmt zum Teil. Müssen wir aus dem deutschsprachigen Raum immer alles benennen und definieren können? Dazu gibt es ein klares Jein. Man muss es nicht in Umgang mit Freunden und Bekannten, denn denen kann man auch einfach sagen, ich mag die Natur, geh wandern, schnitzen und schlafe ab und zu draußen. Wollen wir aber als Gesellschaft darüber sprechen, ist die Definition wichtig, denn nur so kann man die Kommunikation abkürzen. Und genau das ist besonders in der Lobbyarbeit wichtig. Wollen wir, dass im Wald nebenan von uns ein Naturschutzgebiet entsteht, sodass wir dort nicht mehr schlafen dürfen? Oder reicht es, ein Reservat einzurichten, um die Abholzung zu verbieten? Um unsere Interessen vertreten zu können, müssen wir eine Gruppe sein und muss eine andere Gruppe wissen, was wir denn eigentlich sind. In den letzten Jahren hat sich, wenngleich wenig in der Politik, viel in der Industrie getan. Bushcraft wird immer mehr auch von großen Anbietern wie Globetrotter wahrgenommen. Dave Canterbury bietet eigene Bushcraft-Produkte an. Bushcraft-Messer, Bushcraft-Rucksäcke und. Auch wenn so manches Schindluder mit der Plakettierung der Produkte getrieben wird, so ist der Trend an sich nicht verkehrt. Mehr Menschen entdecken ihre Liebe zur Natur oder erleben diese das erste Mal. Ich freue mich über jeden Neuen in einem Forum oder auf einem sozialen Netzwerk, der seine Erfahrung mit uns teilt. Je mehr Menschen dazukommen, desto mehr müssen wir uns die Frage nach Naturschutz gefallen lassen. Wir Bushcrafter lieben die Natur. Aber sind wir auch bereit, sie zu schützen? Der Leave-No-Trace-Grundsatz ist dabei ein erster guter Anfang. Wir verlassen den Wald so, wie wir ihn vorgefunden haben. Manchmal sogar sauberer, wie die Aktion Hashtag NatureCleanUpDate zeigt. Je weniger wir die Natur schädigen bzw. Tiere beunruhigen, desto eher werden Jäger und Naturschützer mit uns arbeiten wollen. Und als Gruppen von verschiedenen Interessen, die den Wald liebt, können wir so am ehesten zusammenarbeiten. Was bedeutet es denn für dich, Bushcrafter zu sein? Bushcrafter zu sein ist eigentlich eine Herausforderung, die man sich stellt. Man muss wissen, wenn man als Bushcrafter unterwegs ist, setzt man sich ja bewusst der Situation aus, die man eigentlich selbst herbeiführen muss. Vielleicht bedeutet es für dich, etwas Bestimmtes Bushcrafter zu sein. Oder vielleicht hast du dir noch nie darüber Gedanken gemacht. Für mich ist diese Definition in den letzten Jahren entstanden. Lange nachdem ich mal Pfadfinder war oder Heerlagerist geworden bin. Bushcraft bezeichnet die Liebe zur Natur. Fähigkeiten erwerben, den Wald erleben und genießen. Dabei steht die Verbundenheit zur Natur im Vordergrund. Ohne große Strecken zurückzulegen und mit einem gewissen Komfort aus mitgebrachter oder selbst hergestellter Ausrüstung längere Zeit in der Natur zu verweilen. Genießen und bilden.